Hallo von der IWA 2022. Wir befinden uns hier am Nightcore-Stand mit Jonas. Jonas, grüß dich. Servus. Jonas wird uns jetzt durch die neuen Taschenlampen für das Jahr 2022 führen. Wir haben eine Prototypen hier am Start. Jonas, schnapp dir das Ding, leg einfach mal los. Also ich habe hier die TM20K in der Hand. Das ist ein Prototyp. Der wird hier das erste Mal vorgestellt und ist seit gestern eben im Programm von Nightcore auch schon und wird dann ja so in 3-4 Wochen bestellbar sein in Deutschland. Außen sieht man einen äußeren Ring von LEDs und innen ist nochmal eine, die tiefer eingesetzt ist. Und dadurch kann man eben bei dem Modell jetzt wählen, ob man zwischen einem Flutlicht oder einem Spotlicht, was man halt will. Hier gibt es Kühlrippen. Weiter hinten hat man dann noch so einen Clip für Hosentasche, Gürtel, was auch immer. Hinten kommen wir dann zur Bedienung. Man hat hier eine Wippe. Die Tasten sind gleich belegt. Ein Austaster und ein Modusschalter. Ein USB-C-Port gibt es auch noch. Da kann die Lampe dann mit maximal 18 Watt laden. Also wird dann wahrscheinlich so innerhalb von 3 Stunden schätzungsweise voll sein. Das ist ein Prototyp, deswegen haben wir da noch nicht so genaue Angaben, aber wenn man es mal so überschlägt. Könnt ihr zur Leuchtdauer und zur Leuchtintensität schon irgendwas sagen? Ja, Lichtintensität kann man ja umschalten durch die verschiedenen Modi. Also maximal sollen 300 Meter, ein bisschen mehr möglich sein. Leuchtdauer in der höchsten Stufe sind so um die 45 Minuten. Ich denke mal, niedrigste Stufe wird wieder ein paar hundert Stunden sein. Alles klar. Das Gewicht der Lampe, kann man das sagen? Es ist ja doch ein ganz schön massives Teil, was du da in der Hand hast. Ja, das Gewicht sind ja um die 400, 500 Gramm. Das ist auch noch nicht final. Aber das, was man so grob abschätzen kann, so ein grober halber Kilo. Alles klar. Super. Genau, also wir haben hier Lockout Mode. Dann den Daily Mode auf Channel 1. Geht die Lampe an und aus. Also einmal drücken ist an, einmal drücken ist aus. Dann Channel 2 ist Tactical Mode. Da ist die Lampe nur an, solange ich drücke. Mhm. Dann gibt es hier hinten noch den Modusschalter. Ich drücke für an und dann kann ich eben die Modi hier verstellen. Und hier ist dann eben diese Funktion, wenn ich gedrückt halte, stellt die Lampe um zwischen dem Flutlicht und dem Spotlicht. Das sieht man ja hier ganz schön. Also da schaltest du dann praktisch um zwischen den äußeren LED-Ring und der inneren versenkten großen LED. Ja genau, man hat jetzt hier gesehen, eben kombiniert gibt es das noch nicht, weil es ein Prototyp ist, wird aber in der Final Version dann mit dabei sein. Also dass du dann praktisch die ganze Ballsaalbeleuchtung in einem Modus wählen kannst. Genau, ja. Dieser WIP-Schalter, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, der geht dann in Turbo oder Strobe, je nachdem was eingestellt ist. Wenn man da mal drückt, dann gibt es die 20.000 Lumen. Wenn ich drücke und den Modus umschalte, kann die eben auch zur Selbstverteidigung Strobe aktivieren. Sind das 60 Hertz oder was ist das, der Strobe-Modus? Das ist tatsächlich variabel, um den Gegner noch mehr zu verwirren. Das ist wirklich was Feines. Super. Danke, dass du uns da durchgeführt hast. Dann wolltest du uns noch das Tiki-Modell zeigen? Genau. Jetzt sind wir hier am anderen Tisch bei der Firma Nightcore angekommen. Und es ist zwar kein Neuprodukt für das Jahr 2022, aber ein super Produkt und einer der Bestseller der Firma Nightcore, die Tiki-Serie. Jonas, führ uns da doch mal durch. Genau, also wir haben hier eine der vielen Tikis, die es gibt. Es gibt verschiedene, manche leuchten nach, manche haben UV, manche haben ein High-CRI-Licht. Genau, und das ist jetzt eben eine der Serie, die nachleuchtet. Die leuchtet in grün nach. Man hat hier eben einen Schalter, kann man lange drücken, da hat man Momentlicht, die vollen 300 Lumen. Mit einem Doppelklick kommt man in die Stufen, da hat man eine niedrige, noch ein paar zwischendrin. Und mit einem Trippelklick aktiviert man das UV-Licht und hier leuchtet die Lampe dann eben schön in ihrem Grün. Und durch einen weiteren Klick kommt man eben in ein schönes Weißlicht, wo dann Farben eben gut dargestellt werden. Wenn man dann nochmal klickt, hat man eben noch so ein Positionslicht, das kann man sich an den Rucksack hängen und wird dann eben auch nachts gesehen. Ladbar ist das Ganze über einen Micro-USB-Port. Jetzt bin ich hier mit Frank angelangt bei der Super Monster Powerbank, dem Modell NES 500. Frank, führ uns doch da einfach mal durch die Specs. Ja, also die NES 500 ist eigentlich vergleichbar, oder man kann es bezeichnen als eine große Powerbank mit eben allen möglichen Anschlüssen.
die man hier hat, so dass man sogar kleinere Haushaltsgeräte anschließen könnte über einen 230 Volt Anschluss. Die Powerbank lässt sich hier über einen Hauptschalter einschalten. Man hat hier ein LED-Display. Dort kann man verschiedenste Informationen zum Zustand und zu dem Arbeitsvorgang abgreifen. Wir sehen hier zum Beispiel einen Ladezustand aktuell von 34% noch. Die beiden Ladegeräte, die hier gerade angeschlossen sind, verbrauchen gerade 7 Watt als Output momentan. Wir haben hier auf der einen Seite einen 230 Volt Anschluss, auf der anderen Seite mehrere USB-Anschlüsse, sogar einen USB-Quick-Charge-Anschluss und ganz außen 12 Volt. Also man hat die ganze Bandbreite eigentlich an Anschlüssen abgedeckt, die man verwenden könnte. Die Powerbank wiegt so etwa 5 Kilo und hat eine Kapazität von 144.000 mAh. Das ist ordentlich. Wenn du jetzt sagst, man kann kleinere Haushaltsgeräte anschließen, bis welche Wattzahl kann ich das verwenden? Ich denke, ein Wasserkocher mit 2000 Watt wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein. Genau, dafür ist die noch zu klein, aber die kann 500 Watt Dauerleistung liefern und eine Spitzenleistung mit Kurzzeitbelastung bis 1000 Watt. Alles klar. Das mittlere Modell, es gibt noch größere, die dann deutlich leistungsstärker sind, wo man dann auch so einen Wasserkocher betreiben könnte. Alles klar, super. Das Modell habt ihr aber nicht hier? Das haben wir nicht hier, nein. Alles klar, vielen Dank. Das war es jetzt von uns vom Nightcore-Stand. Wir haben viele tolle Produkte gesehen, haben 3 Produkte vorgestellt bekommen, sind wirklich innovative Produkte, die auch einen hohen Nutzenfaktor haben. Frank, ich danke dir recht herzlich. Danke, ja. Jonas, dir auch. Die Taschenlampe hätte ich doch gerne zurück und wir sind raus.